Herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu GTA 5. Ich bin hingefahren und ja, ich hatte verdammt gut geschätzt. Ich habe 4 Minuten 45 gebraucht, um dahin zu fahren. Mit dem Motorrad. Ich denke mal, mit dem Auto hat es locker 6, 7 gedauert. Aber dadurch, dass ich ein Motorrad mir dann noch genommen habe, ging es etwas schneller. Was auch gut so ist. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie wir hier jagen gehen. Schön geparkt erstmal. Und hallo Cletus, unser Jäger. Oh, hier mit dem Buggy. Das wird natürlich schön. You all well? Haha, I'm cool. Bitches need... There you are, Trevor. Ah, but ain't my favorite marksman, huh? How are you, Cletus? Fine and dandy, sir. You ready to hunt some elk? Beat satellite dishes. Ja, genau. Here you go. Now, put this in your mouth. A bad day hunting still beats a good day working, my pa always used to say. Jetzt bin ich sehr gespannt, wie das läuft. Haben wir da gerade so ein Ding bekommen, was wir uns auf die Zunge legen, damit wir so Geräusche machen können? What is this thing in my mouth? And why do I have the feeling I'm not the first person to use it? I'll explain that in a while. Let's start with the basics for now. Elk senses are razor sharp. If they see you or hear you, you'll spook them. And they'll bolt. You gotta move slowly and quietly and keep that aside. But an elk's nose is as big as defense. When you're tracking elk, you always need to watch the wind direction. If you don't stay downwind of them, they'll pick up your scent and be gone before you can say boo. Especially with that distinctive, musk of yours. I'm calling pot and kettle on that, my friend. Okay. All right, this is a prime area right here. You feeling ready, Trevor? Raring to go. Okay, let's see if we can bag ourselves some elk. I saw a young bull using a down tree to scratch his antlers on not 10 minutes ago. Follow me. I'll keep us downwind so we don't spook him. Ja, da hinten sehe ich einen. Go on, put him down. Ja, muss erstmal wieder hoch. Der versteckt sich da hinten. Da sehe ich ihn. Aber jetzt hat er. Ah, da ist er. You got him. Burned up half of me, but I'll take it. All right, stick with me. I'll lead us further in. Keep quiet and stay close. I ain't seen much else or nothing else out here. But we're gonna have to see if we can coax one in. Ja, und wollen wir uns dann nicht mal wenigstens das Fleisch holen? That's where that thing we've been chewing on comes in. Ah, yes. Please enlighten me. It tastes like old person. That's a diaphragm. Mm-hmm. An elk whistle for you and me. Genau, eine Hirschpfeife, sowas dachte ich mir schon. Give it a good blow. See if we can get any nearby elk to holler back. Okay. Sounds like someone strangling a clarinet player, and I talk from experience. Shh, listen. Okay, you hear that? He's over there. You're downwind, so he's yours to lose, Trevor. Go get him. Da hinten, ne? Da haben wir einen. You got him. Pull the trigger. Heart shot, like a true professional. Ja, klar. Okay, follow me. We'll move a little further in. Stay quiet. I think we might have a mating pair up ahead. Let's check it out. Ooh, ein paar bei der Brunnen. If it's a pair, we're only here for the male. No does. That's my rule. So if you see one with no antlers, leave it be. Blow your whistle again. See if you can get a beat on him. Da hinten, oder? Oh, ja. Okay, this is good. Same as before. Nice and steady. Da hinten haben wir was gesehen. Give the whistle another blow. Ja, nur das Männchen habe ich mir schon. Don't say there's good. Ja, ich muss ja auch was sehen. Na, wo ist Hansen? Okay, irgendwo da hinten. Da, jetzt hat er was. So, der vordere. Barbecued half the steaks already with that one. You got this now, Trevor. You're on your own for the next one.
Okay. Tell you what, I got an idea how we can go in on this together. Text me a pic of your next kill, and we'll talk business. I gotta go. Good luck. I'll holler at you in a while. Okay, das heißt, wir können jetzt jederzeit hier in dem Gebiet jagen gehen und Fotos müssen wir dann vom erlegten Hirsch schicken. Da drüben ist schon wieder einer. Das ist aber eine Kuh da hinten. Nee, das ist auch ein Hirsch. Na dann. Volltreffer. So, fotografiere den Kadaver. Kann man schon mal machen, gell? Ja. Toll. Und Selbstporträt bitte noch. So, Fotos senden an Cletus. So, mal sehen, wie das Geld gibt. Nachricht scheint ein bisschen zu dauern. Okay, klasse. Hab ein GPS-Signal und alles. Schätze, das könnte klappen. Ruf dich jetzt an. Na, dann mach doch. Got the photo. Another nice kill. So this is what I'm thinking. All this demand for wild-raised meat with them city folks right now? If we divide and conquer, I reckon we could make ourselves a tidy little sideline. Text me a photo of your quarry. I'll let you know what it's worth and come by to pick it up soon as I can. I like my meat with some age on it anyways. What do you say? Yeah, I say we'll see. I got a few other irons in the fire at the moment. All right, well, the offer's there. And you can keep that elk collar. Was my grandma's before she passed. Be hearing from you. Okay. Also wir können jetzt jederzeit jagen. Egal wo wir sind. Eroberer der Herzen. Nur ein Treffer bisher direkt ins Herz. Naja, gibt Schlimmeres. So. Trevor kann nun bei da auf die Jagd gehen. Die Jagdkleidung wurde im Kleiderschrank deponiert. Also nur bei den Orten. Hier nicht. Ich kann auch jetzt hier nicht mehr das Ding pfeifen. Ich würde aber ganz gerne das nochmal ein bisschen vertiefen, was die Jagd angeht. Dass wir hier eine richtig schöne Jagdfolge haben. Finde ich nämlich schon interessant. Seht ihr es jetzt richtig, dass wir nur Hirsche jagen? Oder kann es da auch was anderes geben? Ich würde sagen, das finden wir einfach raus, indem wir mal jagen gehen. Vor allem auch bestimmt nicht uninteressant, wie viel Geld es denn letztendlich gibt. Ob das so ein guter Nebenverdienst ist? Jetzt ist es vielleicht ein bisschen blöd, weil es wird... Ach, guck mal, da wäre einer gewesen, aber... Jetzt wird es gleich Nacht. Ja, nachts jagen gehen ist vielleicht nicht die klügste Idee. Na, dann muss ich mal schauen, ob das überhaupt dann möglich ist. Wahrscheinlich eher nicht. Na, schauen wir mal. Vielleicht können wir ja wenigstens eins noch jagen. Damit wir wenigstens mal ein bisschen Preise kennen. Gut, da müssen wir auch. Uiuiui. Okay, gerade noch so gehalten. Hier los. WTF, was war denn hier für eine Schießerei? Alter. Du Scheiße. Und wer ist jetzt der Böse? Wen muss ich da jetzt erwischen? Ach, da ist der Koffer. Ja, hier ist ja überhaupt gar kein Schwein. Irgendeiner kommt hier aus dem Versteck. Da hinten wahrscheinlich.
25.000? Hä? Sind sie alle tot? ETF? Das war's. Was zum Teufel war das? Warum sind alle tot und warum liegen da $25.000 und warum kommt keiner und will sie mir wegnehmen? Faszinierend. Faszinierend. Was für geile Zufallsereignisse es hier in GTA 5 doch manchmal geben kann. Komm ich gar nicht drauf klar, ey. So, nachts jagen. Ich halte das für keine gute Idee. Ah, ja klar, irgendein Haken muss das ja geben. Spasten. Der lebt noch? Nee. Ach, guck mal, jagen kann man tatsächlich auch nur morgens. Ja, ist natürlich jetzt aber ziemlich blöd, weil jetzt ist so gerade so eine Zeit, wo ich dann gar nicht weiß, was ich anders anfangen soll. Hm. Ungünstig. Was ist denn jetzt in der Nähe, was ich in der Zwischenzeit machen kann? Nichts eigentlich. Hm, dann machen wir doch einfach... Fahren wir dann schnell zum Bootsrennen. Ja. Ich meine, bevor ich jetzt gar nichts tue... Toll, und da kommen auch nur zwei Typen, die $25.000 bewachen. Ach, jetzt sag mir nicht, dass das Ding im Arsch ist. Gut, ist im Arsch. Dann schnappe ich mir eben eins ihrer Sanchez-Bikes. Damit sollte ich ja auch relativ schnell vorwärts kommen. Dann nehmen wir auch gleich die Abkürzung hier über die Berge. Hoffentlich überleben wir das. Uiuiuiui. Ich würde sagen, das war eine hübsche Abkürzung. Au, und dann bleibe ich in dem Baum hängen. Ja, sorry, Trevor. Naja, ich muss ja sagen, dann machen wir jetzt zu Übergang einfach noch ein Bootsrennen. Haben wir ja eh noch nicht gemacht. Bevor wir hier jetzt gar nichts tun, sondern nur blöd rumstehen in der Zwischenzeit. Und nachts lässt sich auch ein Bootrennen fahren. Das war, glaube ich, auch ganz schön knapp gerade. Ab 5 Uhr morgens darf man wieder jagen. Und es geht tatsächlich nur bis 19 Uhr. Wenigstens ist der Weg hier recht angenehm. Wow, wow! Auf einmal sind da lauter Hirsche. Und ich bin fast im Arsch. Oh, wie tief ist denn das? Komme ich da mit dem Bike rüber? Oh, ich will es lieber nicht riskieren. Jetzt zieht er sogar einen Helm auf. Ich muss da aber rüber. Shit. Das war's dann mit dem Motorrad. Ja, was ist denn jetzt los? Trevor? Trevor? Hallo? Trevor, wo lässt du dich denn hintreiben? Was ist denn los mit dir? Leute, ich kann nichts machen. Ich kann weder tauchen noch schwimmen. Ich kann gar nichts. Liegt's am Helm oder was da los? Jetzt muss ich mich da allen Ernstes jetzt bis ans Land spülen lassen oder was? Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein. Vor allem, was ist überhaupt passiert? Ich glaub's nicht. Toll, ich... Alter, wo ich jetzt hingespült werde, ich verreck so krass. Oh oh. Komm schon, Trevor. Warum ist denn der jetzt ohnmächtig? Ah, jetzt verreck ich gleich. Oh, jetzt ist er wach, hoffentlich. Oh, endlich. Mann, Trevor, was war denn das? Der war ohnmächtig. Trevor, verdammt nochmal ohnmächtig. Okay, krasser Scheiß. Schnell in den Wohnwagen. In den Journey. Ach du Scheiße, auf einmal war der Typ einfach ohnmächtig. Damit habe ich jetzt auch nicht gerechnet. Ich dachte, das wäre mein Tod. Gott sei Dank hat ihn die Strömung wachgerüttelt. Ach toll, jetzt muss ich hier mit so einer Kröte
zu diesem blöden Rennen fahren, aber da passt bestimmt das Rebel Radio super. Richtig schöner Klischee-Amerikaner. Boah, aber geht ja gar nichts vorwärts. Gut, merken wir uns, auch seichte Gewässer sind eher nichts für ein Motorrad. So, habe ich jetzt hier auch... Oh, oh. Uiu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 i, ich mache es aber auch spannend. Ich habe überlegt, ob ich hier wenigstens abkürzen kann, aber ich glaube, das wird auch nichts. Ja, dann kann ich jetzt hier einmal, da war ja noch ein Fragezeichen hier irgendwo in der Nähe, ne? Nee. Hä, wo ist denn jetzt hier noch ein Fragezeichen? Ach, da, naja, nee. Rampage kann ich machen, Bootsfahrten, dann können wir nochmal hoch zum Jagen. So könnte man es versuchen. Ja, und ich würde sagen, die machen wir auf jeden Fall in dem Part noch. Eigentlich würde ich jetzt gerne beenden, aber dann war etwas zu wenig los in den letzten Minuten, deswegen scheiß drauf. Gibt's den Part für euch noch? Vor allem, wo startet denn das überhaupt? Ach, da hinten irgendwo. Hätte ich vielleicht sogar lieber nochmal weiterfahren sollen. Ah, guck mal an, da warten sie ja schon auf mich quasi. Okay. Nachts mal eben Rennen fahren. Kann man schon mal anbieten. Na dann, los geht's. Ein schönes Jetski-Rennen. Raton Canyon. Let's do this. Ui, da wie ist denn der Erste unterwegs? Kann man hier auch runterfallen? Nee, eigentlich nicht, ne? In der einen Mission haben wir ja gesehen, die halten sich schon ziemlich geil fest. So, meinen kann ich hier mal überholen. Das ist natürlich gefährlich hier. Strömungen. Viel Land nebenan. Muss man schon ganz genau fahren. So, bisher würde ich sagen, mache ich den Job ganz. Aber sieht schön aus. Kommt nachts sogar irgendwie. Wow, shit, 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 shit. Oh, Glück gehabt. Ganz cool. So unter Sternenhimmel ein Jetski-Rennen fahren. Das viel zu einfach ist. Die Gegner sind ja. Doch, die sind sogar ganz nah. Sieht auf der Karte so. Tschüss, das Rennen kann man abhaken. Die Frage ist, wo bin ich jetzt? Jetzt bin ich da. Okay. Ah, dann müsste ich mir jetzt schon fast hier dieses Rennen noch anbieten. Die Frage ist, ja, ich glaube, das mache ich. Dann gebe ich mir jetzt das Rennen, dann dieses Fragezeichen. Ja, und dann können wir nochmal jagen gehen. Ich denke, den Plan werde ich verfolgen. So, hier brauche ich gar nicht mehr weiter versuchen. Ich denke, es ist kürzer, wenn ich hier einfach schnell nach oben laufe, natürlich. Ah, komm, bergauf, Trevor, zieh an.
und möglichst jetzt nicht irgendwo die Klippe runterfallen. Das wäre fantastisch, wenn das nicht passieren würde. Guck mal, da kann ich jagen. Kann ich die jetzt... Nur mal so aus Interesse, wartet mal. Was ist, wenn ich das Vieh jetzt einfach umlege? Das zählt wahrscheinlich dann nicht, sondern nur bei den Missionen, ja? Ich schau trotzdem mal, ob das geht. Das ist einfach nur das Interesse. Nee, kann ich nur löschen oder weitermachen. Okay. Hätte ja sein können. Also, ich muss keine wilden Tiere töten, es sei denn, es geht ums pure Geld bei den Missionen. Jetzt hoffe ich, dass hier irgendwo ein Auto kommt. Oh ja, Gott sei Dank. Ja, nix hupen. Aussteigen. So, damit ich immer weiterfahren kann. So, ich fahre zum Rennen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von GTA 5 wieder. In diesem Sinne, haut rein.